Okay. Eine Reihe. César. Muxo. Moksu Yami Sendeni, right? Script, right? Gut, dann muss ich jetzt mal die alle ausschalten, die hier einen Hall erzeugen. Ja, ja. Das ist vor allen Dingen Frank. So, und Christopher schalte ich jetzt auch mal stumm. Gut, wir beginnen wie immer mit Grundschule und Keri-Training bei mir. Das heißt, die erste halbe Stunde, dann übernimmt Christopher, macht seinen Part. Füße zusammen. Rei. Joi. Zum Warmwerden machen wir Tenno-Kata zweimal. Dann fangen wir mit der Grundschule an. Okay. Ansagen, Tenno-Kata. Itch. Nee. San. Che. Go. Rock. Hatsch. Etsch. Nee. San. Schick. Rock. Sitch. Hatch. Curl. You. Itch. Nee. Ja, hier haben wir. Okay, wer will noch ein bisschen dehnen? 20 Sekunden. Gibt immer wieder mal Kandidaten, die davon nicht genug bekommen können. Ist ja auch in Ordnung. Okay, wir machen noch zweimal die Kata. Einmal machen wir sie schnell und flüssig. Ja? Das heißt ohne Kommando und ihr sollt immer noch ein gewisses Kine erhalten, aber es geht mehr um ganz flüssig die Kata abzuspulen. Das zweite Mal auf der Ebene Vortrag, also als würdet ihr sie für eine Prüfung machen. Einfach stark und schön und alles reinlegen, was ihr dort ausdrücken wollt. Okay, Füße zusammen. Rechts. Joi, Tenokata, Hajime. Hajime.
Okay, ja, mir. Rei. Gut. Das war jetzt die flüssige Version. Jetzt kommt die starke Version. Auch wieder ohne Kommando. Und da ich ehrlich gesagt gar nicht genau weiß, wo der offizielle Kiai in der Kata ist, macht ihr einfach dort Kiai, wo euch danach ist oder wo ihr das mit der entsprechenden Technik auch untermauern könnt, also mit dem entsprechenden Kime. Ja? Der Kiai ist ja am Ende die Unterschrift. Okay, ein letztes Mal. Füße zusammen. Rei. Joi. Terokata. Hajime. Lockern. Gut. Wir machen Grundschule. Und zwar machen wir die Grundschule in Anlehnung an eine Kumite-Form. Das heißt, wir beschäftigen uns heute, aber grundschulmäßig, mit Kaeshi von Kumite. Ja? Das bedeutet, wir starten aus Kamai. Ja? Ein Schritt nach vorne, Tsukijodan. Ja? Eins. Dann Schritt zurück, Agiuke, Yakkosuki Chudan geschnappt. Ja, wichtig, grundschulmäßig. Ja, also saubere Technik, kein Gefuddel. Wichtig bei dem Yakkosuki, bei dem Geschnappten, es soll nicht, ja, das ist ein stehen gelassener Yakkosuki, der dann schnell zurückgezogen wird. Ja, sondern es muss wirklich von hier, ihr geht zurück. Und wichtig ist diese Bewegung dabei, ja. Also wenn ihr stoßt, dass auch wirklich die Hikite-Hand bis zur Taille zurückgeht. Okay. Machen wir einfach mal zusammen. Die erste Kombination, die machen wir jetzt 10-mal, ist Oizuki, Jodan, vorwärts gehen, angreifen. Dann nach 2 Sekunden Pause, rückwärts gehen, Aguki, Yakkosuki. In dem ersten Durchgang trennen wir die Angriffs- und die Verteidigungsbewegung. Das heißt 2 Kommandos. Okay, Joi. Kamaite. Gut, also 2 Kommandos. Itch. Nee. San. Shit. Go. Rock. Sage. Hatch. Curve. You. Okay, wir wechseln die Auslage. Rechts ist vorne. 1 Kommando. Jodanzuki. Rückwärts. Agiuki Yakkosuki. Achtet bitte darauf. Im Kaeshi-Ippon-Komitee 2 Sekunden Pause zwischen Angriff und Verteidigung.
im KSG-Komitee natürlich den Rückangriff. Okay, komm mal. Schon das eine oder andere Schweißtröpfchen auf der Stirn erscheinen. Ja, muss kein Wellness-Karate sein. So, oh, ich habe gar nicht geschwitzt. Ja, haut doch ein bisschen was rein. Okay. Das gleiche Chudan. Ja? Angriff. Chudan-Zuki. Zurückgehen. Soto-Luke. Yakuzuki geschnappt. Der dritte Durchgang ist dann Maigiri. Nagashi-Uke, Yakuzuki geschnappt. Okay, Joi. Ich sag's nochmal an. Vorwärts gehen, Oizuki Chudan. 2 Sekunden Pause. Rückwärts gehen, Soto-Luke, Yakuzuki geschnappt. Kamaite. Okay, ein Kommando. Etsch. Nee. San. Shi. Go. Wir wechseln die Auflage. Rechter Fuß ist vorne. Hey. Nee. San. Shi. Mit Kiari. Go. Voilà. Also bei den Schwarzgurten ist mir Folgendes ziemlich wichtig. Obwohl wir ja eine Kumite-Form in der Grundschule machen, müsst ihr eine vernünftige Ausholbewegung machen für den Soto-Luke. Ja? Was mir definitiv zu wenig ist, ist, wenn ihr von hier dann einfach nur das macht. Ja? Also einfach nur da drauf haut. Ja? Die korrekte Bewegung, wir bleiben ja deswegen auch in der Grundschule, ist halt ausholen neben dem Körper. Dann die Soto-Luke-Bewegung. Und das zweite ist, nicht einfach hier, ja, sondern setzen des vorderen Fußes, ja, also rein und wieder raus. Okay. Nächste Technik. Angriff nach vorne, Maigiri Chudan aus Kamai. Rückwärts gehen, in Senkutsudachi Nagashiuke, Soto-Luke, Yakuzuki, Chudan, geschnappt. Also noch Maigiri-Angriff, rückwärts gehen, Nagashi-Uke, Yakuzuki, geschnappt. Okay, jo. Kamaite. Ich. Nee. San. Shi. Go.
Und wir wechseln die Auslage. Ich. Nee. Sam. Schiff. Go. Na, ja, mit. Okay. Ich denke, das ist für alle, sage ich mal, nichts Neues. Den Bewegungsablauf kennt ihr, wie gesagt, aus KSG-Komitee. Man kann das Ganze noch etwas verkomplizieren, in der Form, dass man letztendlich die Stufen wechselt. Das heißt, ich greife Joe dann an, wehr aber dann Chu dann ab, ja, weil ich einfach zurück angegriffen werde, Chu dann. Machen wir jetzt nicht. Wir bleiben jetzt mal bei der Form. Ja. Wir werden nachher eine sehr fortgeschrittene Version davon machen. Das bedeutet, die Pause zwischen dem Angriff, ja, und dem Rückwärtsgehen und Gegenangriff verschwindet. Ja. Ihr greift volles Rohr an, Angriff war nicht erfolgreich, der andere kommt sofort warm, warm zurück und wieder rein. Erstmal machen wir aber jetzt zwei Durchläufe in der Form, wie wir es gerade gemacht haben, mit 2 Sekunden Pause, aber wir beginnen mit links vorne, Jodan Tsuki, Agoki Gyakusuki. Dann wechseln wir die Auslage. Nochmal Jodan, Agoki Gyakusuki. Das heißt, alle 3 Stufen, beide Seiten, aber jeweils nur einmal. Okay, Joi. Kamaite. Also ich sage das nicht nochmal an. Ja? Also das erste, die ersten 2 Jodan, dann Chudan, dann Maigiri. Ihr wisst, was ihr zu tun habt. Hey! Selbstständig die Auslage wechseln. Nee! San! Go. Rock. I am it. Okay. Ich denke mal, die Bewegung ist bei jedem angekommen. Jetzt programmieren wir sie. Das heißt, wir machen alle 6 Techniken, also auf beiden Seiten, Jodan, Chudan, Maigiri, ja, in einem Kommando. Immer noch soll zwischen dem Angriff und der Abwehr eine merkbare Pause sein. Ob das jetzt exakt 2 Sekunden sind, ist mir egal. Aber es muss ganz klar sein, ihr kommt zur Ruhe und dann geht ihr nach hinten raus und macht das Wert ab, macht euren Gegenangriff. Okay? Alle 6 selbstständig hintereinander. Ja. Kamaite. Hajime. Kurz durchschnaufen.
Wer was trinken will, kann was trinken. Ansonsten geht es gleich weiter. Okay, wir machen jetzt gleich eine Runde. Ich sage jetzt mal für erster Dan aufwärts. Da geht es tatsächlich darum, voll angreifen, ja, aber nicht verharren, ewig lang in euch berauschen an der Power eures Fauststoßes, ja, sondern ihr geht rein, ihr merkt, dass den Gegner nicht erwischt, der kommt sofort zurück, ihr geht pam, pam, wieder zurück. Ja, ich mache das einmal vor, wie ich mir das vorstelle. Ja, also ihr steht in Kamai. Ja, also stellt euch den kleinen Anführungsstrich, also nur von der Länge her, Christopher vor, ja, der hat euch ausgerechnet, ist rausgegangen, ja, und kommt sofort überfallartig mit seinem Jodan-Gegenangriff. Und da wollt ihr raus, um euch zu retten, abzuwehren, Gegenangriff zu machen. Ja? Okay, einfach dieses Bild vor Augen und ich schwöre euch, ihr stürmt durch eure Rückwand durch. Alles klar. Ja. Wir machen aber die einzelnen Kommandos, trennen wir zeitlich voneinander. Das heißt, each ist einfach pam, Ruhe. Nie, also Fußwechsel und dann nie, wieder pam und dann wieder Ruhe. Okay, also nicht hektisch werden, nicht schnell. Ja, muss immer noch der erste Angriff, ja, was ich nicht sehen will, ist sowas, ja. Ja, weil da habt ihr nicht richtig angegriffen. Ihr müsst voll angreifen. Und dann habt ihr ihn halt nicht erwischt und dann müsst ihr sofort wieder weg. Aber der erste Angriff muss voll sein. Okay, Kamaite. Wir beginnen wieder mit Jodan. Wechseln die Seite. Nee. Ah, da bin ich schon wieder erwischt. Ich habe schon wieder auf dem Bartstopp gespürt. Wechseln. Zu, dann geht's weiter. Zahn. Tschüss. Mal gehen. So. Rock. Und Yannick. Und jetzt bewertet mal für euch selber, wie gut waren wirklich eure Angriffe und wie stark wart ihr vielleicht mehr auf das schnelle Zurückgehen gepolt. Also ich habe gemerkt, bei mindestens zwei meiner Angriffe, die waren halbherzig. Und der halbherzige Angriff, der ist absolut tödlich. Weil da ist dann der schnelle Meister, der sieht das, ja, der geht nicht mehr richtig raus, der haut sofort euch ein Ding rein vorbei. Also voll angreifen, dass ihr zumindest zurückgehen muss und dann raus, Abwehr, Gegner. Okay, nochmal. Jetzt machen wir die ersten zwei Techniken, also Kombinationen mit einem Kommando. Ja, also Jodan ein Kommando, Chudan ein Kommando, Maigiri ein Kommando. Joi. Kamaite. Ey. Okay, zweites Kommando, Chudan. Nee. Drittes Kommando, Maigiri. Zahn. Ja, wenn man da selbstkritisch zu sich selber ist, dann wird man merken, da ist viel, viel Übungsbedarf. Der letzte Angriff bei mir, ganz offensichtlich, ist das Gewicht hinten geblieben. Ich habe gar nicht den Druck nach vorne gemacht. Das merkt man beim Absetzen schon und eigentlich ist da schon alles vorbei. Okay,
Ja, ich glaube, das mit den Keris lassen wir dann heute, weil ich habe noch 4 Minuten. Dann beginnt Christophers Trainingszeit. Wir machen jetzt Folgendes. Wir machen den ganzen Ablauf jetzt nochmal. Aber wir machen es jetzt erstmal in einer Art Tai-Chi-Form. Ja, das heißt, macht mal eure Augen zu, außer ihr seid jetzt irgendwo in einer gefährlichen Umgebung, sodass ihr über den Wohnzimmertisch stolpern könntet oder ähnliches. Ja? Und wir machen es einfach mal ganz langsam. Ganz langsam mit geschlossenen Augen. Ja? Ganz langsam, lasst die Energie fließen. Ja? Und so machen wir den kompletten Ablauf. Ein Kommando ist eine Kombination. Das heißt, es gibt 6 Kommandos. Neun. Okay, wer sich traut, macht die Augen zu. Ich. Nee. San. Chi. Rock. I am. Okay. Ich hoffe, ihr konntet die Energie fließen lassen. Und jetzt machen wir 2 komplette Durchgänge, volles Rohr. Ja? Wir machen es diesmal wieder so. Jede Kombination ein einzelnes Kommando. Das heißt, ich gebe jetzt 12 Kommandos, aber da ich auf Japanisch nicht mehr als 10 zählen kann, fange ich dann mit Itch wieder an, also bitte nicht wundern. Joi. Christopher, vielleicht mal für dich, du kannst mal rausfinden, was 11 und 12 heißt, würde mir mal helfen. Okay, Kamaite. Man zählt nur bis 10. Bitte was? Man zählt nur bis 10 im traditionellen Karate. Ah, okay, dann habe ich verstanden. Alles klar. Der Billy Blanks hat das, sage ich mal, optimiert. Der zählt nur bis 8 und fängt dann immer wieder von 9 an. Der ist schon höher. Genau, alles klar. Okay, also, auf geht's, Leute. Einmal den vollen Workout. Ihr könnt so viele KIs machen, wie ihr wollt, aber ich will von euch vollen Einsatz sehen. Ja? Wenn die ein oder andere Kamera zu Bruch geht, super. Okay. Hey! San, I, Che, I, Go, I, Rock, I. Ein letztes Mal, nicht nachlassen. Nee. I. I. Ayami. Danke euch.
Und ich übergebe an Christopher. Die übliche Trinkpause, gell? Hast du das, Olli, hast du deins eigentlich auf spiegelbildlich eingestellt? Olli? Nicht da. Der ist schon duschen. Ja, wir sehen dich direkt. Egal. Man kann ja auch das Video in spiegelbildlich laufen lassen. Ne? Ich weiß nicht, ob das besser ist, irgendwie verständlicher. Ich habe keine Ahnung, ich muss mal nachschauen. Also warte mal kurz. Nee, das geht einfach. Die Frage ist, ob das was bringt. Oder ich meine, im Karate stehen wir ja auch vorne. Da ist eigentlich wurscht, oder? Meiner Meinung nach schon, ja. Ja, würde ich auch sagen. Also wenn guck aber mal, wie es bei mir eingestellt ist. Das würde mich schon mal interessieren. Also ich habe es normal eingestellt, nicht spiegelbildlich. Mein Video wird gespiegelt. Wir machen ja gleich Kankudai. Das heißt, ich gehe nach links. Dann müsst ihr spiegelbildlich machen, damit ihr euch mich so seht, wie ihr euch vor mir seht, ne, im Training. Bitte nicht spiegelbildlich. Naja, warte mal. Mal schau. Bringt alles immer so durcheinander. Eigentlich nicht, weil wenn ich zum Beispiel eine Herrenkante nach links beginne, dann sieht das für euch auch so aus, als wenn ich nach links beginnen würde. So als würde ich vor euch stehen. Ja, passt doch, wunderbar. Ja. Das passt ja, halt nur du. Nein, siehst du dich. Siehst dich spiegelbildlich, wir sehen dich normal. Ja, ihr seht mich normal, okay. Ja. Aber dann müsst ihr, okay, aber wenn ich mich spiegelbildlich sehe, ist ja gut. Das hilft aber Moment, bei der Kameraeinstellung steht mein Videospiegel. Okay. Also ich gehe mal davon aus, dass du jetzt gespiegelt bist, aber ist ja auch wurscht. Das ist mir aber umso besser, weil dann weiß ich wenigstens manchmal, wo ich bin, das weiß ich ja manchmal auch nicht. Okay. Okay, wir machen Kankudai. Ja, Passagen, ein bisschen längere Passagen und dann immer mal so ein bisschen, also ich erzähle ein bisschen was dazu, worauf ihr achten könnt, sodass wir ein bisschen passagenweise üben. Machen wir jetzt nicht ganz so anstrengend, das Tabata-Teil dann hinten raus wird dann wieder anstrengend, ne? Und man darf ja trotzdem stark machen. Also es ist ja nicht verboten irgendwie oder so. Ne? Okay. Hey, Füße zusammen. Hey. Joi. Okay. Eröffnungsbewegung ist klar. Ne? Wir gehen es nochmal durch, aber für die, die es noch nicht gemacht haben, ein bisschen was sage ich dazu. Also Hände öffnen, so ein fast wie die Merkel'sche Raute. Ne? So. Rechte Fingerkuppen sind so auf der linken Hand, die Fingerkuppen, ja, Zeigefinger, Daumen. Okay, dann geht die Hand langsam nach oben, der Blick ist gerade. Und jetzt, wenn ihr durchguckt, geht der Blick mit, aber nur der Blick, also nicht das, ne, ist immer wieder beliebt. Ja, hier der Blick geht mit, jetzt nach hinten ziehen, einfach die Ellbogen nach hinten in Schulterhöhe ziehen, ja. Itch. Und dann den Bogen zusammenführen, rechte Hand in der linken, ja? Okay, nochmal. Joi. Ni. Bauch anspannen, dass ihr nicht ins Hohlkreuz kommt. Sa. Okay, jetzt Jodan Haishu Uke, das heißt, ihr blockt mit dem Handrücken, ja? Und der andere Arm geht nur mit, also nicht wie bei Stuke, ist gegenläufig, ja? Haishuke ist eine Richtung. Beide Hände bewegen sich in die gleiche Richtung. Ja? Also von hier direkt hoch. Ja? Und von da nur umsetzen. Nur rübernehmen. Die Arme mit Hüftdrehung. Ja? Ni. Okay, dann die Vibhasadai. Aufstehen. San. Ich. Tsuki. Jetzt, das ist Uchiuke. Ja? Wie bei Vibhasadai. Denkt dran. Schulter hoch ausholen. Also erstmal von hier den Arm nur ranklappen. Nur ranklappen und dann den Ellbogen so nach unten ziehen. Das, ja, mit Drehung und kurzen Senkzudachi hier. Ja? Also nicht diese Uraken, die ihr da immer macht. Ne? Zur Seite wehren wir ab. Von hier Tsuki, wieder ran und seitlich wehren wir ab. Okay?
Dann ziehen wir das linke Bein ganz knapp. Das sind nur so eine Fußlänge, wenn überhaupt, unter den Schwerpunkt. Dann Blick rechts. Loco geht Keage mit Block, ja. Keage, der Block bleibt stehen. Absetzen, Stunke. Okay? Nur bis dahin. Joi. Direkt aus Kankudai, joi. Okay. I. Ni. San. Ich. Ni. San. Chi. Go. Rock. Chich. Hatsch. Ranziehen. Yokogiri. Stuk. Okay. Noch einmal. Kankudai yoi. I. Ni. San. Ich. Direkt hoch. Ni. Direkt rum. San. Ausholen. Schulterbreit stehen. Ich. Ni. San. Chi. Kurz runtersetzen. Yokogiri mit Block. Stuck absetzen. Okay, noch einmal mit Kommando. Ich mache einmal von der Seite. Ja? Wer da noch was gucken will, kann auch gucken. Ansonsten mitmachen oder mitmachen und gucken, wie auch immer. Kankudai yoi. I. Ni. Sa. Chi. Lo. Ro. Chich, Hatsch, Kü, Ju, Ich. Okay. Zu der Passage Fragen? Nein? Gut. Machen wir fünfmal. Ich mache sie in wechselnde Richtung. Ja? Wer sich dann derweil was abgucken will, kann gucken. Weil wenn ich da bei euch zugucke, vielleicht gucke ich auch immer dazu, aber... Bringt meist nicht viel, ja? Also ich mache einmal schräg, einmal gerade, einmal seitlich, falls ihr irgendwelche Details sehen wollt, ja? Fünfmal jedes Mal sage ich, Hajime ist klar, ja? Okay. Hey, Kankudai yoi. Hey, ich. Und wieder vorwärts in Yoi. Okay, nochmal. Hajime! Und noch einmal. Wir machen nur drei, weil ich glaube, sonst wird es von der Zeit knapp. Wenn wir dann noch Zeit haben, machen wir lieber die Kata noch zwei, dreimal ganz, ja? Also einmal noch die Passage. Hajime! Okay, nächste Passage. Wenn wir lange Bahnen machen oder auch seitlich, ja, entscheidet selber, wann ihr den Fuß zurückzieht. Ich meine, die meisten sind vor, oder eigentlich sind alle fortgeschritten. Also ich sage mal, vor einem Schritt das vordere Fuß ranzuziehen, das muss ich euch nicht erklären. Ja, das könnt ihr selber und das macht ihr einfach so, wie ihr Platz habt. Wer dann gegen den Stuhl rennt, Aufgabe verfehlt. Okay, nächste Passage von hier, ja. Einfach nur vorwärts gehen, Stuke direkt früh ausholen, weg bei Stuke immer dran, also beim Losgehen ausholt. Ja? Stuke, Vorderarm blockt, Nukite. Ja? Wir machen die Wendung gleich noch dazu. Von hier einfach drehen, Stuke, 45 Grad, andere Richtung, also vier Stück, wie bei Herrn Schodan. Ne? Und
Nee. Ach, ja, besoffen, ja, ich weiß. Ich habe bei Joko Geri es vorhin vergessen, aber ich dachte, ich muss dran denken. Also, von hier direkt, stimmt schon. Ja? Ausholen, zack. Wir machen jetzt einfach mal so, da gehe ich nachher nochmal drauf ein, ja? Maigeri drehen. Okay, nur bis dahin. Umsetzen, Stuke. Okay, noch einmal. Ni. San. Itch. Ni. Und noch einmal, von Stuke. Ich mache seitlich. Itch. Ni. San. Itch. Ni. Okay, wieder umsetzen, Stuke. Dreimal selbstständig. Ja, jedes einzelne Mal sage ich an. Okay. Hey, Tschüss! Und dann wieder umsetzen in Stuke. Und einmal noch. Ja, warte, wir warten. Eigentlich noch zweimal, oder? Hä? Noch zweimal, wenn du dreimal machen solltest. Okay, nächste. Jimmy! Und letzte. Stuke. Hajime. Okay, schaut, dass ihr bei der Drehung, ja, oben beide Arme, ja. Yeah. Ja. Weil oft fällt er so runter, mache ich auch gern, ja. Man könnte natürlich auch sagen, da ist ein Gedan-Block, aber bei Sensei ist es eigentlich ziemlich klar, hier, ja, oben schneiden, zack. Naja, ich nehme doch da den Angriff auf, leite ihn nach und kontre, oder? Ja, aber da könnte ja auch ein Maigeri sein, dann würdest du den Arm ja auch unten haben. Naja, ja, aber dann macht der Arm da unten drauf auch Sinn. Ja, aber du siehst halt alle Varianten, deswegen sage ich ja, er legt Wert drauf, dass das ein Jodan-Block ist, hier, ja, das heißt, dass ich beide Arme oben aushole und vor allem auch nicht, dass die so halber drunter fallen und dann irgendwie hingestellt werden. Halt. Ja, ich sag's, weil man es halt oft sieht. Ich habe nicht gesagt, ihr macht es. Okay. Dann machen wir aber mal die Passage. Die wollte ich jetzt sowieso, die machen wir einfach hin und her. Einfach nur die Bewegung üben, weil die schwierig ist. Ein paar Sachen dazu. Also das Erste, ein guter Tipp, ja, wenn man Maigeri Jodan trinkt, dann würde ich den Arm hier stehen lassen. Also erstmal, der Arm ist so, ja. Also Haito, Sto, ja. Shutu, also Shutuuka oder Shutuuchi in dem Fall, ja. Und nicht irgendwie, also nicht ganz gestreckt und auch nicht so, ja. Sondern die Hand ist waagerecht. Und dann gucke ich mit dem Maigeri, dass ich da drunter trete, ja. Also von vorne sehe ich quasi die Fußspitzen. Ja, könnt ihr mal ausprobieren. Wenn ich hochkomme, wenn nicht, dann nicht. Ja? Aber gut wäre, erstmal hier und dann wirklich warten, bis ich die Fußspitzen sehe. Und in dieser Position warten und jetzt rum. In einer Bewegung. Ja? Absetzen, Block, alles ein Kommando. Okay, und das üben wir jetzt. Einfach immer hin und her. Erstmal mit Kommando. Ja? Itch. Maigeri, ni. Gerade bleiben. San rum. Okay, dann eintauchen. Ich drehe mich nur kurz um. Ja? Hier, achtet drauf. Nicht irgendwie so komisch. Also die Hand muss direkt von oben runter. Also am besten, ich klappe die so ein bisschen ein. Ja? Klapp die ein und
bis in der Raketenabschussrampe runter. Ja? Von hier. Die andere Hand. So, ja? Ellbogen nicht da oben. So, ja? Das. Okay? Also, nochmal. Itch. Ni. San. Chi. Go. Ja? In die andere Richtung. Itch. Ni. San. Chi. Go. Jetzt schnell anfangen, langsam enden, ja? Das heißt, alle diese langsamen Bewegungen sind nicht eine Stunde mit viel Atmen, ja? Sondern eher, weil das kann ich auch gar nicht halten hier. Ich müsste dann entweder das Gewicht nach hinten verlagern, damit das Bein vorne bleiben kann. Also ich muss das Bein etwas zügiger nach hinten ziehen, ja? Ich muss es nicht hier absetzen, also kennt ihr alle? Ich mag die Wettkampfvariante nicht, ja? Die ist mir zu abgehakt, das ist mir zu sehr so. Das ist mir zu künstlich, okay? Sieht man oft, ja, das ist so ran und hoch. Das ist mir zu sehr 1-2. Aber vom Prinzip macht das vordere Bein schon wie so eine, ja, wie eine Hyperbel, ja? Also was heißt, von hier ziehe ich schon zügig ran und komme am Schluss hoch. Aber den Fuß nehme ich einfach fließend mit. Ja, und stell dir nicht so albern auf. Okay? Hi. Jetzt machen wir kurz, immer ein Kommando ist einmal dieses bis zur Itch-Knie, bis hier, bis aufstehen, ja? Wir sind, egal. Machen wir einfach aus der Position, ist jetzt egal. Und machen wir nachher eh nochmal zusammen. Okay, Itch. Okay, und noch ein. Nee. San. Chi. Go. Dann waren wir bis Viertel vor. Ja. Hey, 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 hey. Ja, mir läuft die Zeit auch immer weg. Okay. Nächste Passage. Von hier ist klar, ja? Von hier. Ranziehen. Ich würde die Hüfte so ein bisschen mitnehmen, ja? Und gleichzeitig das Gewicht auf das hintere Bein richtig ein bisschen runtergehen. Weil jetzt habe ich das Knie frei für Yokogiri mit Block. Von hier. Jetzt nicht so anfängerhaft Itch, Knie, ja? Sondern im Grunde eine Bewegung, ran, hoch, rein. Ja? Also ich mache die Wendung fortgeschritten immer so, dass ich quasi das hintere Bein so weit ranziehe, dass ich treten kann. Ja? Wenn ich es gar nicht ranziehe, das wird nichts. Und wenn ich es ganz ranziehe, ist das zu hölzern. Ja? Also Hände zur Hüfte ran und gleich hoch. Okay? Gut. Also nochmal von hier. Yokogiri. Ni. Nach vorne. San. Ach, Mann. Falsche Kata. Umdrehen. Nein. Ach so, ja. Stimmt. Mach doch, doch. Ja, stimmt. Scheiße, wenn man die so lange nicht macht. Nie. Dann. Sie. So. Rock. Okay. Und jetzt gehen wir von hier zurück wieder in die Position. Ja? Nochmal Yokogiri. Nie. Zack. Stuke. Nie. So. Hitch.
Hatsch. Und wieder zurück in die Position. Okay, dreimal. Itch. Und wieder von hier. Nee. Nicht, also kann man schon, ich mag es nicht so kreisförmig, ja. Also wichtig, wenn ihr kreisförmig macht, am Ende muss deutlich zu erkennen sein, oder erkennen, von oben nach unten, ja. Also ich kann itch, gerade ausholen, ich kann auch kreisförmig ausholen, ist kein Problem, ja. Kreisförmig. Aber der Schluss der Bewegung ist beide mal das gleiche. Das heißt, auch wenn ich kreisförmig über den Kopf kreise, komme ich hier gerade runter. Also nicht kreisen und dann vor dem Körper. Ja? Immer von über dem Kopf, oben von oben, das ist von oben drauf. Ja? Auf die Nase, rums. Das funktioniert so nicht. Okay, noch eine. Der dritte. Hey, Sam. Okay, von hier weiter langsam. Ich mache einmal von der anderen Seite vor. Also, da gibt es auch immer viel Diskussion. Ich mache schon seitlich vor. So, gibt es auch immer viel Diskussionen, ja? Ich mache das so. Und da ich fehlt noch was. Bitte? Da fehlt noch was. Uchiuruke, Tsukizuki und dann geht es nach hinten. Nee. Doch. Eins, nee. Nein. Zwei, drei, vier. Ah, den meinst du, ja, ja. Ja. Entschuldigung. Genau. Gut, machen wir den auch. Also, hätten wir gerade dran dazu machen sollen, habe ich vergessen, deswegen passt es nicht. Okay. Eins, zwei, drei. Ja. Von hier versucht in so einer direkten Linie zu wenden. Ja. Auf der Ferse runterdrehen, richtig auf das Bein drauf und vor. Und dann runter. Ja. Nach vorne ist wieder der berühmte Sprinter, der aus dem Block kommt, ja? Also wenn ihr losrennt, das. Okay? Also nicht da oben, ja? Dann gibt es so die Eftimius-Variante, der nimmt den Kopf so zwischen die Arme. Weiß ich nicht, muss nicht sein, meiner Meinung nach, ja? Also als Schutz, ja? Also, keine Ahnung, wenn man so ankommt, da würde ich sagen, da ist Schutz. Da muss ich den Kopf nicht noch extra runternehmen. Vor allem wird man dann leicht krummbuckelig. Ja? Aber wenn man es gut macht, ist es sicherlich auch okay. Wenn es der FC macht, was soll ich sagen? Ja? Also Schnee. Ja? Aber von hier. Der vordere Arm geht rüber, trifft sich hier mit der anderen Hand. Vor, mit Knie hoch, runter. Jetzt unten bleiben. Theoretisch ist das Geh dann. Also der ist der Kokezug tiefer als sonst. Ja? Und ich drehe mit der Hüfte auf der Höhe, wo sie ist. Okay? Und dann muss ich gerade stehen natürlich. Ja? Und das ist Gedan. Das ist kein Stoke, der gegenläufig ausgeholt wird, sondern das ist dieser. Ja? Also beide Hände gehen rum. Ja? Von hier beide Hände rum. Okay? Gut. Dann von da, der Rest ist klar, ne? Machen wir Stuke, umdrehen, Uchiruke. Yakizuki, Uchiruke, Rensuki. Dazu brauche ich nichts sagen. Okay, das heißt, die Passage, wir stehen hier. Okay. Ni. San. Versucht ein bisschen tiefer zu stehen, ja? Chi. Go. Rock.
Chitsch. Patsch. Kür. Okay, dreimal. Chitsch. Nisa. Che. Go. Look. Chitch. Hatch. Kup. Juich. Okay. In Anbetracht der Zeit zweimal nur selbstständig. Ich mache einmal von vorne und einmal seitlich, ja? Okay. Itch. Und noch einmal. Nee. Okay. Passt den Schluss. Wir machen nächstes Mal. Wir machen jetzt zweimal die Kata. Ja? Einmal mit Kommando, einmal ohne. Dann machen wir unsere Tabata-Einheit und dann machen wir nächste Woche die restlichen Passagen und suchen eine kürzere Kata dazu aus. Ja? Dass wir wieder in den Rhythmus kommen. Ja, weil es ist jetzt zu viel gehetzt. Ja? Wer die Kata kann, macht zum Schluss bis zum Schluss mit. Wer sie nicht kann, ich glaube, die können eh alle. Ne? Okay, und den Platz müsst ihr selber organisieren im Wohnzimmer. Ja? Nee. Füße zusammen. Re. Jo. Tankudai. Tankudai. Jo. Ich. Ni. Ah. Ich. Ni. Sa. Chi. Go. Ro. Chich. Hach. Ni. San. Ich. Ni. San. Chi. Ich. Ni. San. Chi. Ich. Ni. Ich. Ni. Ha. Ni. Ich. 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 Ni. San. Ich. Ni. Ich. Ni. San. Nissan. Ich. Ich. Nissan. Ich. Nissan. Chee. Go, go. Chee. Ach. Geht ja sogar noch. Ja, die eine scheiß Hochreißbewegung war jetzt nicht gut. Ja. Okay. Kurz Luft holen. Wir machen ja dann noch Tabata zum Entspannen. Genau. Okay, einmal selbstständig. Locker, stark, wie ihr wollt, technisch, ja, im Rhythmus. Ich mache das ganz gern so, dass ich dann so Einzelpassagen nochmal beschleunige und andere wieder locker mache, wie ihr wollt, ja. Okay. Hey, Füße zusammen. Hey. Jo. Dankudai. Dankudai. Jimmy.
Okay, kurz verschnaufen und trinken, dann der Schlussakkord. Wir machen im Grunde das Tabata von letzter Woche, diesmal ohne Chaos, versprochen. Einmal Zuki, einmal Caddy. Ja? Wir gehen es mal ganz locker zusammen durch, da könnt ihr in der Zeit noch Luft holen. Ja? Also, erster Zirkel ist Zuki, wir fangen an in Kibadachi, Shokuzuki. Ja? Ich, Ni, San, Chi, Go, Rock. Okay, zweiter Durchgang, wir bleiben in Kibadachi. Jodan, Chudan, ja? Links fängt an. Jodan, Chudan. Jodan, Chudan. Jodan, Chudan. Merken, ich kann es nachher nur noch mal kurz anreißen, ja? Dann Wechsel, rechts beginnt. Jodan, Chudan. Jodan, Chudan. Ja? San, Chi, Go, Rock und so weiter. Dann Sanbon, der wechselt von alleine, ja? Ich, ni, san. Ich, ni, san. Ich, ni. Und so weiter. Dann fangen wir an. Das ist gut mit Kibadachi, ja? Dann kommt Oizuki im Wechsel, ja? Das heißt, wir gehen vor Oizuki und dann einfach nur zurückziehen, aber unten bleiben, nicht so hochtalten, ja? Unten tief wechseln, Oizuki. Tief. Und Oizuki, ja? Tief und Oizuki. Okay, dann kommt das gleiche mit Yakizuki, ja? Unten tief wechseln, Yakizuki. Tief, ein bisschen ausholen mit der Hüfte ruhig. Okay, Yakizuki immer im Wechsel, ja? Dann, zum Schluss haben wir noch zwei, ne? Letztes Mal auch schon gemacht, wir fangen an links vor. Kisamezuki, Yakizuki, immer im Wechsel. Links vor, stumpf stehen. Ich, nie. Ich, nie. Ich, ni. Ich, ni. Okay, beim Wechsel, das ist dann der letzte. Rechts, links. Rechts, links. Ich, ni. Ich, ni. Und so weiter. Das ist der erste Tabata-Zirkel. Ja? Ich sage es, wie gesagt, nachher nochmal an, aber dass ihr schon mal gesehen habt. Okay. Der zweite ist Maigiri. Im Grunde das Gleiche. Wir fangen an aus Shizentai. Ob ihr Kamae hier macht, Kamae da macht, das ist Geschmackssache, ist mir völlig egal. Wir wollen ja schwitzen und nicht Schönheitspreis. Ja? Okay, ich mache lieber so. Das heißt, Maigiri immer im Wechsel. Ja? Maigiri, 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 Maigiri. Okay, dann verändern wir nur den Rhythmus ein bisschen. Nidangiri. Ja? Also Ich, Ni. Ich, Ni. Ja, fangen links an und danach fangen wir rechts an. Ich, Ni. Ja? Und dann, ihr könnt es euch denken, Sambon-Rhythmus. Ich, ni, san. Ich, ni, san. Ich, ni, san. Ja?
Ist eigentlich nur der Rhythmus anders. Es bleibt natürlich die ganze Zeit bei Maigeri, aber ihr müsst anders rhythmisieren. Ne? Sodass wir schön viele Maigeri machen. Dass der Olli schwitzt und morgen die Beine merkt, hoffentlich. Okay. Dann das gleiche, was wir gerade mit Oisuki gemacht haben, mit Maigeri. Ja? Also, Maigeri vor, ja, zurück, Maigeri vor. Zurück, aber absetzen, senkst du das Chi, zurück, zack, senkst du das Chi, zurück, zack, senkst du das Chi, okay? Immer zurückziehen und den Senkesodachi absetzen. Zurückziehen, Senkesodachi absetzen. Okay, dann machen wir das Ganze. Wo ist denn da mein Jump hin? Schade. Hier machen wir einen Jump. Also das heißt, umspringen, Maigeri. Umspringen, Maigeri. Zack, 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 zack. Okay? Und dann haben wir die letzten zwei. Dann machen wir auch wieder, aber Maigeri aus dem Senkesodachi. Also das heißt, vordere Bein, hintere Bein, hinten absetzen. Ja? Vorne, hinten. In Senkesodachi. Vorne, hinten. Okay, und danach zum Schluss die andere Seite. Vorne, hinten. Okay? Gut. Wenn ich weiß, was er machen soll, beim ersten Tabata einfach irgendwelche Zuckis hauen, beim zweiten Tabata einfach irgendwelche Maigeris treten. Ja? Hauptsache, ihr schwitzt. Ja, wenn ihr den Rhythmus hinkriegt, ist schön, die Abfolge ist auch schön, aber eigentlich wollen wir uns nur ein bisschen ausbauen und Spaß haben. Ja, ist ernst genug da draußen. Okay, wird knapp, aber wir schaffen es nicht ganz. Oh, eine Minute ziehen wir drüber. Alles klar, fertig werden. Ja, wenn man jetzt wüsste, hier, duck, duck, back. Okay, 10 Sekunden. Wir gehen in Kibarachi, Shokuzuki, ja, nur an Stand, Zuki. Jimmy! Lockern. Okay, links, rechts. Jodan, Chudan. Jimmy! Jimmy, lockern! Jetzt linke Faust vor, rechter Arm schlägt zuerst, ja? Jodan, Chudan. Jimmy! Jimmy! Samonzuki! Ah, jetzt werden die Arme lang. Fertig! Im Wechsel, gell? Chudan, Chudan, Chudan. Jimmy! Jimmy! Okay, im Wechsel Oisuki vor, ja? Das gleiche mit Yakizuki. Okay, links vor, Kisame Yaku. Jimmy!
Sätze. Rechts vor. Jimmy. Okay, 2 Minuten schnaufen. Die Arme sind durch. Ich glaube, wir werden 3 Minuten überziehen, Olli, es tut mir leid. Außer du möchtest auf den Tabata verzichten. Okay, 1 Minute noch verschnaufen. Viele Maigiri sind wir nicht gewohnt, ne? Bevor der Muskel zumacht, macht locker oder macht wieder Zucki oder macht was ganz anderes oder macht Liegestütz, was weiß ich. Ja? Da sind schon viele Caddies jetzt. Ne? Okay. Okay, 10 Sekunden. Fertig werden. Einfach im Stand, Maigiri links, rechts, gell? Ganz normal, hin und her. Jimmy! Okay. Nidangiri, links, rechts, ja, ein bisschen rhythmisch, immer 1, 2. Jimmy! Rechts, links. Nee. Jambon. Das macht, gell? Durchbeißen. Das ist ja der Hüftbeuger. Aber ein bisschen rhythmisch. Okay, im Schritt, ja? Immer zurückziehen. Also aus hier vorne absetzen, dann zurückziehen. Okay, Jimmy! Aber richtig absetzen, selbst klatschen. Jimmy!
Okay, das gleiche mit Umspringen. Mal Ihre hinten absetzen, umspringen, mal Ihre hinten absetzen. Ne? Schimmel! Maigiri und hinten, ja? Links vor. Knie und hinten absetzen. Herr Wollinger. Brust. Eine Reihe. Sit-up. So yummy. Send any right. Skrit. Right. Kurze Ansage. Übernächstes Wochenende, also übernächsten Samstag, ich glaube 23. oder so, haben wir wieder einen Online-Lehrgang. Und zwar stellvertretend für den SVGO Bremen. Organisation ist wieder Christopher, Sensei und ich. 5 Einheiten. Ausschreibung kommt wahrscheinlich am Wochenende. Alles klar, nur dass ihr Bescheid wisst. Je mehr dabei sind, desto schöner. Ihr dürft gerne weiter Werbung dafür machen. Ihr dürft gerne weiter letztendlich Leute einladen. Einfach machen. Vielen Dank. Danke. Ciao, ciao. Schöne Woche. Vielen Dank. Vielen Dank. Ciao. Ciao. Tschüss. Vielen Dank. Bye.